Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Cast Clash Lost Config Game Roll Video. Heute mit fast 20.000 knackigen Gems auf dem Account von SK01, der auch eine Stimme hat. Guten Tag. Servus. Und wir haben heute sogar einen Zuhörer und einen Zuschauer, denn er guckt gleichzeitig zu. Guten Tag. Hi. Und das Faszinierende heute an dem Game Roll ist, der Zuschauer. Der hört und schaut quasi zu, aber der Accountbesitzer, der schaut nicht zu und der wird auch bis zum Ende quasi auf die Folter gespannt, um quasi abzuwarten, was heute rausgekommen ist. Das heißt, nur wir drei, also ihr liebe Zuschauer, ich und der Zuschauer, die hören und sehen heute, was rauskommt. Der liebe Accountbesitzer, der hört nur unsere Stimmen. Aber ich glaube, bei mir ist es oft so, dass da merkt man sofort, was rauskommt. Genau, das Ganze reingeopfert werden soll, wo rein? Erstmal in die Pixie bis 4.9 und dann Aries. In die Pixie bis 4.9 und dann wird alles in die Arschritze reingeopfert, ihr habt's gehört. Und gewünscht sind wahrscheinlich PD und Eros, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, und Vlad. Und der Vladimir. Die drei werden wahrscheinlich heute gar nicht rauskommen, ist meistens so. Aber man kann natürlich direkt mal sein Glück versuchen mit einem Schafen. Drei rollt, wir haben eine Scharfschützin in der Mitte, wir haben ja einen Barbuschleim und noch eine Barbuschleim. Ist auf jeden Fall ein schöner Anfang. Ich glaube, das 4 von 9 ist auf jeden Fall sicher. Ein Viertel ist auf jeden Fall schon geschafft. Das ging auf jeden Fall schnell. Dann schauen wir doch mal direkt in den nächsten 3 rollen. Wir haben Schlingelinchen, Fettklops und ein Pinder. Hier ist eine Hackfresse und ein Garagenklempner. Wir haben ein Babyschleim. Ich rolle es mal so lange, bis wir keine Heldenslots mehr haben, dass ich ungefähr weiß, wie viele Heldenslots, okay, wie viele Heldenslots wir frei haben. Höchstzahl der Heldenslots ist erreicht. Wir haben hier, ich glaube, 8 oder so, 8 mal können wir rollen, wenn ich mich nicht ganz verzählt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ich habe mich verzählt, herzlichen Glückwunsch. Und genau, das Ganze wird jetzt wieder direkt reingeopfert hier in den Blütentons der fliegenden 6-Bombe. Und dann schauen wir nochmal, der nächste Dreier. Oh, der ist wirklich haarig. Wir haben eine Hackfresse, noch eine Hackfresse und einen Feldklops. Hier ein Babyschleim und schon wieder ein Babyschleim. Eine sexy Assassine und ein Plattgesicht. Also ich glaube, dafür gibt es mal wieder ein geiles Like für diese wunderschöne, scharfe Qualität. Wortwörtlich. So, Blütentanz steigt weiter. Und dann schauen wir doch mal, was hier rauskommt. Wir haben einen Henker, den kleinen Stecher. Wir haben im nächsten flotten Dreier ein Barboschleim, ein Babyschleim und ein McDonalds-Mitarbeiter. Ich glaube sogar der erste McDonalds-Mitarbeiter des heutigen Tages. Sehr schön, dass die heute sich mal wieder präsent zeigen. Immer wieder fein. Und jetzt eine kurze Frage an dich. Darf ich jetzt mal einen Speedrow machen? Gerne. Ich darf ein Speedrow machen. Saugeil, dann hauen wir doch mal direkt in die Eisen. Und es geht los. Halleluja, wir haben hier, glaube ich, wirklich Halleluja, wir haben hier gar nichts rausbekommen. Eieiei, wo kommen wir da noch hin? Wo kommen wir da noch hin? Also, das ist wirklich... Oh, eine Hackfresse, das ist wirklich... schon wieder eine Hackfresse. Ich glaube, jedes Mal, wenn jetzt nichts rauskommt, sage ich auch, dass nichts rausgekommen ist. Und ich sage nicht mehr die Namen. Ich halte es nicht mehr aus. Ich werde nur noch drangsaliert. Von diesen blauen Helden, es ist wirklich... Ich laufe jetzt nachher durch die Straßen und sind nur noch blau, es ist wirklich tragisch. Und die Google Play-Dienste, die werden wieder beendet. Also, ich wollte ja nichts sagen, aber zweimal McDonalds-Mitarbeiter mit Dreierroll, wenn das hier kein schlechtes Omen ist, dann weiß ich auch nicht. Hast du bis jetzt schon mal... Oxman hast du bis jetzt gerollt und Aries. Sonst noch irgendeinen Helden gerollt oder hast du alle anderen außer Todesritter gekauft? Na, alle bekommen. Sehr geil. Was ist auf jeden Fall Pixie schön, da bist du nicht so ein großes Opfer wie ich, weil ich musste mir alle Helden kaufen. Außer den Immortep, den habe ich als einzigster bekommen und Zonzilla, aber gut, was willst du mit Zonzilla sagen? Ja, der ist ungefähr so viel wert wie eine 6 Assassine, wobei die natürlich noch gut aussieht. Im Gegensatz zu dem runden Fellknäuel. Mit Eis. Keine Ahnung. Wir sind jetzt bei, ich glaube, du willst gar nicht wissen, 13.149 Gems. Und wir haben hier einen Babyschleim, ein Garagenklempner und eine Hackfresse. Hier ein Scheißdämon und den ersten legendären Helden. Ich bleib ruhig. Wir haben eine Drückhacke und ein Schlängelinchen. Das Ganze in einem flotten Dreierroll. 4 von 9 rückt immer näher. Aber noch nicht ganz, aber schaffen wir heute auf jeden Fall. Hier haben wir einen Babyschleim, ein Babyschleim und McDonalds-Mitarbeiter. Eine Hackfresse, eine scharfe Scharfschützin und ein Schlängelinchen. So. Ich glaube, das Ganze wird jetzt mal eingeopfert.
So, ein bisschen bayerisch muss jetzt auch mal reingebracht werden. Wir haben jetzt ja Bergries und zweimal, was haben wir denn? Zweimal haben wir hier einen Babyschleim, das kannst du wirklich keine anbieten. Ich habe jetzt auch mal überlegt, wenn wir jetzt schon bei den 10.000 Games angekommen hat, ja, du hast richtig gehört. Servus, wir sind hier bei den 10.000 Games. Machen wir doch mal wieder ein schönes Ratespielchen. Was denkst denn du, lieber Accountbesitzer, was als nächstes im Dreierroll rauskommt? Big Titter und Baboschleim. Sechs Jahre sieben und Baboschleim sind geboten und wer noch? Bergriese. Ein Bergriese, ein riesiger Berg. Lieber Bergriese. Und dann schauen wir noch, was rauskommt. Du hattest recht, wir haben hier zweimal die sexy Assassine und einmal den Henker. Ein Punkt für dich, null Punkte für mich. Ich sag jetzt, was kommt denn im nächsten Roll raus? Ich sag, wir haben wirklich die ganze Zeit kein Glück, deswegen sage ich, wir haben einen grünen, eine Frostbitch und wir haben, wen haben wir denn noch? Wen könnten wir denn noch nehmen? Zweimal den Stecher. Nehmen wir zweimal den Stecher. Und einmal ist der Stecher rausgekommen, leider sonst so ein Babystamm und eine Hackfresse. Und ich bin schon wieder an dem Punkt angekommen, an dem ich einfach nur noch mein Bildschirm zumachen will, weil das will wirklich keiner mehr sehen und deswegen mache ich das jetzt auch. Ich halte meinen Bildschirm zu, wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne euren Bildschirm zuhalten. Das heißt, keiner weiß, was rauskommt, nur der liebe Gott. Und die, wo wirklich zugucken und sich nicht trauen, den Bildschirm zuzuhalten. So, dann schauen wir nochmal, hier der erste Dreierroll, mach mal direkt mal weiter. Oh, Scheiße! Alter! Was? Also, das ist jetzt, das ist. Uiuiui. Also, das ist. Was soll man dazu sagen? Ja, also, das ist schön. Wir haben hier einen neuen legendären Helden. Der vielleicht. Nee. Sag mal lieber mal nix. Wir machen, ich glaube, ich halte jetzt aber nochmal den Bildschirm zu. Machen wir mal erstmal mal weiter. Machen wir mal nochmal weiter. Haben wir keine Heldenslots mehr. Oh mein Gott. Scheiße. Das glaubst du mir jetzt nicht. Aber hier ist ein Seelurch. Hier ist ein Seelurch, wirklich. Ich verarsche dich nicht. Oh mein Gott. Und wir haben jetzt noch eine Hackfresse rausbekommen und ein Scheißdämon. Wortwörtlich war diese Rolle scheiße. So, wo ist die 6-Bombe? Die fliegende 6-Bombe. Und ist hier der Mitte, das 4 von 9. Nein, der Blühentanz ist noch nicht auf 4 von 9. Heldenslots können wir. Heldenslots hast du schon maximal. Darf ich einen kleinen Henkerding, einen Stecher opfern? Ja. Okay, ich darf den. Mach mal lieber mal den. Welchen Henker magst du lieber? Den Henker mit 4-5-5 Schwächen oder mit 4-5-5 Berserk? Berserker behalten und Schwächen opfern. Dann hauen wir mal den Schwächen weg. Dann machen wir den kurz so. Und dann gehen wir mal schnell auf die. Sexy fliegende 6-Bombe und ich glaube damit, mit diesem Henker haben wir dann auch endlich das 4 von 9, das wir hier heute nicht nur erreichen wollen. Ich glaube nicht. So, wo ist jetzt der wunderschöne Henker? Wo ist... Hast du die zufällig in Türmen versteckt oder... Ich glaube schon. Wo haben wir den? Da haben wir nicht. Da haben wir noch nicht. Schauen wir mal da. Da haben wir ihn auch nicht. Aber hier müsste eigentlich sein. Da ist der 80er, den wollen wir... Ne, den wollen wir mal. Genau, den 80er, den wollen wir ja mit den 4 von 5 Schwächen. Der will ja heute in die große Opfertruhe geschmissen werden. Schauen wir mal, ob er uns jetzt das wunderschöne 4 von 9 beschert. Halleluja! Ja. Immer noch 3 von 9. Schade Schokolade. Ich halte wieder meinen Bildschirm zu. Wie gesagt, liebe Leute, das könnt ihr auch gerne machen, aber ihr könnt doch einfach mal zugucken. Und ich werde jetzt quasi keine Reaktion zeigen. Ich werde jetzt quasi einfach rollen. Und schauen, was rauskommt. Okay, hier ist wirklich gar nichts rausgekommen. Aber ist jetzt nicht weiter schlimm, denn wir haben jetzt das 4 von 9. Das heißt, wir opfern hier jetzt weiter in die kleine Arschritze rein, die auf dem Weg auf 6 von 9 ist. Ich halte wieder mein Bildschirm zu. Rollen wir doch einfach ein paar Mal. Ist gerade was rausgekommen, oder? Nein, es waren nur 3 Grüne in einem Roll. 3 Grüne in einem Roll. Ist wirklich sehr selten. Ist jetzt so oft rausgekommen wie legendäre... Helden, also wenn man schon davon spricht, hier ist der nächste legendäre Held. Ich glaube, diesen Held hast du, ja okay, hast du leider, hast du schon viel zu oft meiner Meinung nach, eindeutig viel zu oft. So, ihr hört schon diese Lache, die sagt uns, Bashcore, du bist so scheiße, du kannst nichts rollen, du rollst so scheiße,
Holz mir das, was man wirklich nicht braucht. Ihr seht hier schon, was hier wirklich rauskommt, ist wirklich was, was man nicht braucht. McDonald's wird dabei, wenn man schon davon spricht, dass das rauskommt, was nicht rauskommen soll, ist es wirklich richtig tragisch. Hast du derzeit vielleicht eine legendäre Hero Card? Nee. Hast du irgendwas, was wir machen können? Genau, wir öffnen jetzt Goldpakete. Gerne. Nur aus Ablenkung quasi. Damit das Ganze hier nicht so schnell rumgeht. Wir haben zwar 5.499 Gems, die wären für meinen Account ein Traum, aber bei 20.000 Gems ist es natürlich nur noch Vierteljahr. Und da kann natürlich noch viel rauskommen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber was ich eigentlich damit sagen wollte, ohne um den großen Ball rumzureden, um jetzt mal zum Punkt zu kommen. Es ist scheiße. Es ist ein Vibrator. Bitte was? Was war das gerade? Mein Handy. Dein Handy, ja, sehr schön. Also ich hoffe, es war dein Handy. Alles andere wäre sehr verstörend, sag ich jetzt mal. Aber von verstörend können wir direkt hier zum nächsten Helden. Wir haben einen Stecher, wirklich sehr verstörend in diesem Bezug. Und dann opfern wir direkt mal das Gleiche. Boah, ne, das wird schon wieder hier. Ich glaube, FSK 27 eindeutig. Das kannst du keinem anbieten hier. Das ist schon wieder... Oh. Halleluja! 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 Den hat er vermutlich noch nicht. Halleluja! Halleluja! Es gibt so viele Arten, Halleluja zu sagen. Oh, also mein lieber Freund des Gesangs für Heinz. Hier ist ein legendärer Held. Oh mein Gott! So, wir rollen nochmal kurz. Babuschlag. Hier ist der nächste legendäre Held. Oh mein Gott! Oh mein Gott, du wirst es mir nicht glauben. Wir halten den Rand. Oh mein Gott. Natürlich opfern wir hier erstmal wieder alles in die kleine Arschritze rein, ganz klar. Und genau, da schaue ich noch kurz, was der andere legendäre Held für ein Talent hat. Okay, ist interessant. Aber dann schauen wir doch mal. Ich glaube, Dreier können wir noch immer machen. Genau das sollen dann die Heldenslots zu sein. Drei Helden können wir auf jeden Fall noch opfern. Sind auch nicht mehr viele Gems. Ich bin jetzt schon wieder richtig zufrieden. Oh mein Gott, ein super Roll. Mega geil. So, das Ganze wird natürlich hier wieder in die Arschritze reingeopfert. Ganz klar. Und dann machen wir den nächsten flotten Dreier. Und hier ist auch der nächste flotte legendäre Held. Es ist ein wunderschöner Held. Und ich glaube, dieser Game Roll kann schon wieder in die Geschichte von, ja, wirklich durch die Helden. Du hast zwar viele davon schon, ich will es auch nicht weiter sagen, aber es ist wirklich einer der besten Game Rolls, die ich jemals hatte. Du kannst dich wirklich schon mal glücklich schätzen. Und wartet mal kurz. So, und wir haben wie gesagt keine Heldenslots. Das Ganze wird hier natürlich wieder reingeopfert. Ratet 1, 2, 3, genau in die Arschritze wird das Ganze hier reingeopfert. Schauen wir mal. Nee. Du hast nichts gerollt. Ich habe nichts gerollt. Tragisch. Babyschleim haben wir hier jetzt. Wir haben hier. Oh, es wird heiß. Wir haben hier eine sexy Assassine. Und genau das Ganze. Also wir haben jetzt nur noch zwei Plätze frei, wenn ich mich nicht ganz irre. Aber wir haben auch nur noch 2000 Gems. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall verkraften. So, schauen wir mal weiter. Wir haben hier eine Hackfresse und einen Henker, den kleinen Stecher. Das Ganze wird natürlich reingeopfert. 1, 2, 3, Halleluja, hier in die wunderschöne Arschritze rein. Und dann machen wir direkt die nächsten zwei Rolls und die erste Frostbitches heutigen Tages. Hat mir auch heute, glaube ich, noch gar nicht. Die ist sogar selten als legendäre Helden, das muss man wirklich mal gesagt haben, ist faszinierend. Und genau, ich soll jetzt noch 300 Gems übrig lassen, wir sind jetzt bei 1000 Gems, das heißt, die nächsten Gem-Rolls, da dürft ihr mir oder der Account-Besitzer dann quasi das Go geben. Vielleicht kommt dir da noch ein Held raus, den du brauchst, wen hast du gesagt, Vlad, PD und die brauchst du ja alle noch. Vielleicht kommen die noch, ist wirklich schade, dass sie bis jetzt noch nicht gekommen sind. Und go! Und wir haben jetzt einen Fettklops rausbekommen aus seinem Go. Dann opfer ich das Ganze mal. Ich muss jetzt die ganze Zeit hier weit hin. Also genau, das Ganze hier rein opfern. Und gib mir das nächste Go. Go. Und wir haben hier eine sexy Assassine. Gib mir das nächste Go. Go. Und wir haben hier eine Giftspritze. Hat mir, glaube ich, heute auch erst ein, zwei Mal. Sind wirklich sehr selten die grünen Helden, da bekommst du mehr legendäre Helden in diesem Roll wirklich als, genau, ich glaube, einmal können wir noch rollen und dann ist es auch ganz vorbei. Gib mir einfach noch einmal das Go und dann ist es Line vorbei. Go. Und wir haben hier ein Schlängelinchen. Genau, das Ganze wird, wie gesagt, ich habe es ja gerade eben schon mal gesagt, die ganze Zeit in Vladimir reingeopfert und das Blutpaket ist auch 3 von 9. Geil! Oh! Jedes
jedes Mal, wenn ich gesagt habe, wir opfern jetzt in die Arschritze rein, habe ich natürlich direkt in den Flat reingeopfert. Wir haben heute rausbekommen, es ist wirklich, du sagst, es ist gigantisch geil. Wir haben eine Succubus, wir haben einen Sozilla, einen Dönergott, wir haben einen Todesritter, wir haben eine fliegende Sechsbombe alias Pixie und den Vladimir, the King of Waves, mit fast 3 von 9. Herzlichen Glückwunsch. Oh, es ist geil. Danke. Richtig, richtig geil. Und richtig geil auch, dass ihr jetzt so lange zugeschaut habt. Vielen Dank an dein Vertrauen. Es hat sich ja auf jeden Fall gelohnt. Hat mir auf jeden Fall mal wieder einen Riesenspaß gemacht. Herzlichen Glückwunsch an dich, Zuschauer. Du durftest live bei einer Geburt eines Vladimirs dabei sein. Herzlichen Glückwunsch zu dir. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wieder hören. See you later. Alligator.